Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 13 Box von Gotthard. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 13 von Gotthard, das Ganze am 13. März erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 13. Album der Band, wie der Albumtitel schon vermuten lässt. Wir werden als erstes mal die Folie abmachen und uns dann im Detail ansehen. So, hier auf der Seite einmal einschneiden und dann können wir hier wunderbar die Folie abmachen. So, wir haben hier eine kleine, recht kompakte Box in Schwarz. So sieht das aus. Wir haben hier einerseits mal den Bandnamen abgedruckt, Gotthard, darunter Nummer 13. Und dann haben wir hier zwei Stiere, die hier scheinbar miteinander kämpfen. Also die sind hier gerade dabei, ihre Köpfe aneinander zu stoßen. Sieht auf jeden Fall gefährlich aus. Dieses Element hier, alles ist in so einer Hochglanzoptik, ansonsten die Box in so einem Matt-Schwarz. So sieht die aus. Hier oben auch nochmal Gotthard zu lesen und auf der linken Seite ebenfalls auch hier wieder Nummer 13. Auf der Rückseite gibt es auch nochmal die Nummer 13 hier in Hochglanz und dann haben wir hier auch noch die Tracklist. Es sind natürlich 13 Tracks, allerdings gibt es auch noch zwei Bonus-Tracks, bedeutet wir haben dann noch zwei Tracks zusätzlich. Einmal die Demo-Version von No Time to Cry und einmal I Can Say I'm Sorry in der Piano-Version. Also insgesamt dann 15 Tracks. Dann die Beteiligten und ein Barcode. Das Ganze erschienen über Nuclear Blast. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Es lässt sich hier aufklappen. Und zwar haben wir hier ein Tuch. Ich tippe mal auf ein Bandana. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Und natürlich das Album an sich. Von innen die Box in Schwarz. Machen wir mal zu. Und dann kommen wir zu den einzelnen Inhalten. Hier drin ist nichts mehr in Folie. Auch das Album kommt hier ohne Folie aus. So, das Cover ist ident wie das von der Box. Also auch hier wieder die zwei Stiere, die hier dabei sind, aneinander zu laufen. Gotthard Nummer 13 und das Logo von Nuclear Blast. Auf der Rückseite die Tracklist wieder, also 15 Stück hier angeführt. Beteiligten und dann lesen wir auch hier noch Produced by Paul Lani und Leo Leoni. Dann schauen wir mal rein. In der linken Stecktasche befindet sich das Booklet. Jawohl, wir haben hier die einzelnen Lyrics, also hier abgetippt. Dann die Infos über die einzelnen Bandmitglieder, die sind hier mal fotografiert und dann steht hier auch noch, was ihre Rolle in der Band ist. So sieht das aus. Hier wieder der Stier, also der ist auf jeden Fall bedeutend hier in diesem Artwork. Weitere Fotos, weitere Lyrics und so zieht sich das jetzt durch das gesamte Booklet. Dann hier alle vier Herrschaften zusammen. Weitere Lyrics. Noch ein Foto. Das ist auch das Foto, das wir auf der Autogrammkarte dann haben. Weitere Lyrics. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch umfangreiche Danksagungen. Aber auch die einzelnen Credits. Also die Beteiligten, die hier mitgewirkt haben. Die haben wir dann hier hinten. Ja, also das soweit zum Booklet. Dann schauen wir weiter in die CD bzw. ins Album. Wir haben dann hier die Band nochmal abgebildet. Auf der Rückseite dann so ein Zaun, der hier diesen Stier umgibt. Und natürlich die Album-CD. Nummer 13. Und so sieht das aus. Packen wir auch das Booklet wieder zurück und
kommen zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier die Autogrammkarte. Die vier Herrschaften hier abgebildet. Das Foto kennen wir schon aus dem Booklet. Was halten Sie hier in den Händen? Ja, so einen Stierkopf, so einen Schädel. Und natürlich alle hier unterschrieben mit silbernem Stift. Also alle vier. Und auf der Rückseite das Ganze in weiß. Also Autogrammkarte in quadratischer Form. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch ein Tuch. Und auch dieses Tuch natürlich wieder komplett hier im schwarz-roten Gotthard 13 Design. In der Mitte wieder rot der Bandname, ebenso wie in jedem Eck hier. Und ansonsten alles hier mit Nummer 13 beschriftet. Warum das hier so im Eck ist, wenn man das Ganze dann wirklich als Bandana verwendet, dann faltet man das ja hier so wie ein Dreieck zusammen. Und dann hat man hier, je nachdem für welche Ecke man sich entscheidet, den Bandnamen hier entsprechend vorne drauf und kann hiermit dann Gotthard repräsentieren. So, und bei diesem Bandana haben wir es zu tun mit einem Produkt aus 100% Baumwolle und das Ganze ist made in China. Grüße gehen raus. Wir packen das Bandana wieder zusammen. Versuchen es so halbwegs wieder zusammenzufalten. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Bandana. Dann die Autogrammkarte hier, quadratisch mit den silbernen Unterschriften von allen vier Bandmitgliedern. Und natürlich das Album an sich, Nummer 13 von Gotthard im Digipack mit insgesamt 15 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, 13 von Gotthard. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Gotthard unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.